Der Klettersteig am Knorren ist also in Meierhofen hinten. Und zum Abschluss meiner Homepage-Daten mache ich halt nochmal einen kleinen Film von dem Klettersteig. Und dann fahrt mit der Penkenbahn rauf und dann geht man da einfach rüber. Der Lärm ist gigantisch, weil die da unten natürlich ein riesen Objekt bauen. Keine Ahnung, was das wird. Auf jeden Fall dann den ganzen Berg umstülpen. Und da sind zwei Varianten. Rechts drüben sieht man eine leichtere Variante scheinbar. Und das ist die schwierigere. Ja, das werde ich jetzt heute mal machen. Und nachdem ich im Dezember ausgewehr, werde ich auch nicht mehr so viele Klettersteige machen. Der Teilspitzwand-Klettersteig, den ich vor kurzem gemacht habe in der Woche, war noch ganz nett. Ja, man muss auch irgendwann einmal ein bisschen loslassen. Ein wunderbarer Tag und so gehen wir das auch jetzt an. Ja. Französischer Stil, viele Klammern und ein schönes Drahtseil. Was wieder Kletterer mehr. Ja, Spaziergänger ohne Helm. Das Typische für diese Klettersteige. Ja, mei. Kommen schon die nächsten da unten. Ja, wenn der Lärm nicht war, war es ganz super. Ja, die Leine da unten, so vor so ein blutliches Kletterset aus, das wir vor 20 Jahren gehabt haben. Und dann kein Helm, das kostet wieder einen Euro mehr wahrscheinlich. Naja, was soll's. Der Klettersteig selber war eine recht nette Geschichte. Wenn nicht der Lärm war. Ja, da sieht man den kleinen Abschnitt, wo es um die Kanten herum geht. Aber überall ist massive Trittbügel und vor allem ein massives Drahtseil und Vollfeischkontakt. Schöne Griffe, was willst du mehr? Jetzt sind wir schon fast am Gipfel rum. Naja, Gipfel ist zwar ein bisschen viel gesagt, aber. Immerhin. Auf, Marschi. Auf. Und da geht es jetzt ein Drahtseil gesichert wieder runter. Stark markiert mit großen Pfeilen, dass man ja nicht falsch geht. Ja, und diese Aussicht, gell. Es ist immer wieder traumhaft. Ja. Traumhafte Angelegenheit.
dürfte jetzt eine von den letzten Touren sein, wo ich eine Filmaufnahme mache. Weil die meisten Dinge kenne ich schon, habe ich schon x-mal gefilmt. Und deshalb begnüge ich mich jetzt mit einem kleinen Foto. Ja. So schaut das aus. In diesem Sinne, an alle Fans, danke, dass ihr mich begleitet habt. Und ich wünsche euch alle auch ein langes Leben am Berg. Seid vorsichtig, gell? Denn nur dann kann man auch ein höheres Alter erreichen. In diesem Sinne, tschüss, servus miteinander, Berg heil.